Ohne seinen besten Torschützen Andy Trübenbach, der heute gelb gesperrt ist, aber dafür mit dem treffsicheren Kapitän René Eckert, der in den letzten 7 Spielen 5-mal traf, geht Meuselwitz in diese Partie, die zunächst nur eine Richtung kennt, und zwar das ZFC-Tor. Schon nach wenigen Sekunden hat Pueri die Gästeführung auf dem Fuß, die Zetlak im ZFC-Tor noch abwenden kann. Altklinike ist die spielbestimmende Mannschaft sehr ballsicher und das führt dann zwangsläufig zum 1:0 in der 17. Minute durch Ali Abu Alfa, der viel Wirbel macht auf der linken Seite, hier den Meuselwitzer Torwart noch klassisch ausdrippelt und dann keine Mühe hat. Das war natürlich nicht der Plan von ZFC-Trainer Georg-Martin Leopold, doch seine Mannschaft steckt den Rückstand gut weg. 22. Minute, Hansch mit dem Auge für Ulrich, der sofort weiterleitet an den 5-Meter-Raum. Und wer steht dort goldrichtig? Na klar, der Kapitän René Eckert mit seinem Saisontor Nummer 8. Je länger die Saison dauert, desto besser wird René Eckert. Die Belohnung ist der 1:1-Ausgleich für den ZFC Meuselwitz, der in der Folge nun immer selbstbewusster aufspielt. Nach Freistoß von Schätzle ist es wieder Eckert, der das 2:1 auf dem Kopf hat. Meuselwitz nun das bessere Team. Allerdings haben die Ostthüringer Glück, dass Hansch kurz vor der Pause kein Eigentor unterläuft. Der Ball klatscht nur an den Pfosten. Dann geht's in die Halbzeit und danach ist wieder Altklinike am Drücker. 57. Minute, Traumpass von Cigerci auf Türpitz, den gleich 2 Meuselwitzer nicht unter Kontrolle haben, und schon steht's 2:1 für die Gäste. Zetlak versucht noch zu klären, doch Türpitz stellt den Körper rein und macht dann mit seiner ganzen Erfahrung das Tor. Meuselwitz nun also wieder unter Zugzwang und Ulrich hat hier die Riesenchance zum Ausgleich, wird aber noch zur Ecke abgeblockt. Und die bringt in der 62. Minute den erneuten Ausgleich, weil Felix Reder unbedrängt einköpfen kann. Der Innenverteidiger hat ja gerade seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert beim ZFC, der in der Schlussphase sogar noch den Siegtreffer erzielen kann durch René Eckert. Trotzdem hat Meuselwitz mit dem 2:2 die Regionalliga für ein weiteres Jahr fast sicher. Ja, im Fußball ist ja bekanntlich vieles möglich. Ich glaube, wir hätten gerne heute auch das Ding schon endgültig klar gemacht, hatten auch die Möglichkeiten dazu. Die Art und Weise der Mannschaft lässt mich nicht zweifeln. Wir gehen einfach in den nächsten Wochen, wollen Punkte holen und dann wird es irgendwann auch ganz safe sein. Mit der heutigen Leistung dürfte der Klassenerhalt aber nur noch Formsache sein. Ja,